Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Prozesse. In der heutigen Vorlesung soll es darum gehen, wie wir aus einem Generator eine stark stetige Halbgruppe linearer Kontraktion konstruieren können. Und dabei wird die Resolvente, die wir in der letzten Vorlesung kennengelernt haben, eine wesentliche Rolle spielen. Schauen wir uns das jetzt im Detail einmal an. Also in dem ersten Schritt möchte ich zeigen, dass eine stark stetige Halbgruppe in eindeutiger Weise durch ihren Generator festgelegt ist. Wie möchte ich hierbei vorgehen? Ich möchte erstmal betrachten oder annehmen, dass wir zwei Halbgruppen PET und QT gegeben haben, die stark stetig sind und kontraktiv auf unserem Bannerraum B und die Eigenschaft haben, den gleichen Generator zu besitzen. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte mir den folgenden Differenzenquotienten dieses neuen Operators PS QT-S anschauen, wobei s, die Zeit s, strikt kleiner sein soll als die Zeit t. Ich möchte noch diesen Parameter h wählen, der zwischen 0 und t-s liegt und die Rechnung möchte ich durchführen für eine Funktion f aus dem Definitionsbereich des Generators. Wenn ich diesen Differenzenquotienten jetzt betrachte, dann möchte ich im ersten Schritt eine Nulladdition durchführen. Nämlich, ich möchte den Term ps plus h q t minus s hinzuaddieren und abziehen. Das ist hier geschehen und ich habe hier an der Stelle die Halbgruppeneigenschaft des Generators q ausgenutzt. Dadurch konnte ich diesen ersten Term produzieren, wobei diese Differenz QH minus Identität auftaucht. Den Term, den ich hinzuaddiert habe, muss ich natürlich auch wieder kompensieren. Der taucht nämlich hier hinten auf. Und hier habe ich jetzt benutzt, dass auch P eine Halbgruppe ist. Und hier steht dann sozusagen die entsprechende Halbgruppeneigenschaft. Das war sozusagen die erste Nulladdition, die ich durchgeführt habe. Jetzt werde ich noch zwei weitere Nulladditionen durchführen, nämlich ich möchte hinzuaddieren den Term ps plus h qt minus s plus h gf und wieder abziehen. Damit, dies ermöglicht mir, nämlich diesen ersten Term hier zu reproduzieren, wobei ich die Operatoren ps plus h und qt minus s plus h nach vorne ausgeklammert habe. Was ich jetzt sozusagen als weiteren Term habe, den ich noch kompensieren muss, ist der Term p s plus h q t minus s plus h gf. Der ist aber sozusagen noch nicht in der geeigneten Form, um ihn sozusagen hier hinten in den Generator einzufügen. Aus diesem Grunde addiere ich hinzu und ziehe wieder ab den Term p g q t minus s f. Wenn ich das tue, dann kann ich natürlich diesen Term reproduzieren. Und jetzt müssen wir ein paar Überlegungen anstellen. Also ist es überhaupt erlaubt, den Term PSGQT-S hinzuaddieren und abzuziehen? Das ist ja nur gestattet, wenn dieses Element QT-SF in der Domain des Generators liegt. Hier greift jetzt aber der Satz 3.5. Da haben wir nämlich nachgewiesen, dass wenn f aus der Domäne des Generators kommt und ich die Halbgruppe darauf anwende, dass ich in der Domäne des Generators bleibe. Das ist sozusagen erstmal ein wohldefiniertes Element in der Domäne des Generators, sodass ich den Generator auch darauf anwenden darf. Damit habe ich jetzt legitimiert, dass ich diesen Term produzieren kann. Die beiden Restterme, also die entstanden sind, indem ich den Operator g hier hinzugefügt habe in diesen beiden Termen, tauchen in diesen beiden Termen auf, wobei ich jetzt ausnutzen möchte, dass ich aufgrund des Satzes 3.5 weiß, dass der Generator g mit der Halbgruppe qt-s kommutiert. Das erlaubt mir nämlich genau, aus den beiden Termen, die ich hier hinzugefügt habe, diesen Term zu produzieren. Jetzt stelle ich noch weitere Beobachtungen an. Also f ist ja aus der Domäne des Generators. Aus diesem Grund weiß ich, dieser Ausdruck wird, also diese Norm wird verschwinden, wenn ich den Limes betrachte, h gegen 0.
Hier haben wir bereits argumentiert, auch qt-sf liegt im Domain des, in der Domain des Generators, also im Definitionsbereich des Generators. Das heißt, auch diese Norm verschwindet im Limes h gegen 0. In diesen beiden Termen, noch, die noch übrig bleiben, möchte ich jetzt verwenden, dass ich weiß, naja, wenn f aus der Domäne des Generators ist, dann haben wir auch gezeigt, dass wenn ich den Generator drauf anwende, dass ich im Raum, im Definitionsbereich der starken Stetigkeit lande. Das heißt, dann haben wir uns auch überzeugt im Satz 3.5, dass wenn wir, oder das war sogar noch früher, dass wenn wir die Halbgruppe auf ein Element aus dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit drauf anwenden, wieder in der im Definitionsbereich der starken Stetigkeit bleiben. Das heißt, hier haben wir nichts weiter als die Differenz ps plus h minus ps angewandt auf ein Element aus dem Raum B0. Das Gleiche gilt jetzt auch hier. Wir wissen auch, dass dieses Element gf in diesem Raum B0 liegt. Das heißt, wenn wir jetzt in diesen beiden Termen den Grenzwert h gegen 0 bilden, sehen wir, dass wir aufgrund der starken Stetigkeit erreichen, dass diese beiden Normen verschwinden. Was haben wir jetzt damit gewonnen? Wie gesagt, aus der Anwendung von diesem Lemma 3.4 und 3.5 durch diese Anwendung gelingt es uns zu zeigen, dass der Lim-Sub für h gegen 0 dieser Norm verschwindet. Wie möchte ich diese Tatsache jetzt benutzen? Ich möchte das folgende Integral betrachten. Und zwar das Integral von 0 bis t minus Epsilon. Hier gebe ich mir einen kleinen Platz vor, damit nämlich anschließend diese Operatoren auch wohl definiert sind. Und dieses h, was ich hier betrachten möchte, muss natürlich so gewählt sein, dass t minus s plus h minus in diesem Raum also kleiner ist als t am Ende. Das heißt, h muss hinreichend klein sein. Sie sehen gleich, wo das auftauchen wird. Gut. Also jetzt betrachte ich erstmal dieses Integral. Und jetzt möchte ich erstmal in diese Richtung argumentieren. Was weiß ich? Na gut, ich kann in diesem ersten Term, wo hier die Ausdrücke s plus h jeweils auftauchen, eine Substitution in der Zeit durchführen. Damit verschiebe ich das Integral und es startet bei h und geht dann bis t minus epsilon plus h. Und dann sehe ich, dass ich sozusagen einen Teil dieses Integral, nämlich der Teil von h bis t, sich kompensieren lässt durch dieses hintere Integral. Und was ich übrig behalte, sind die folgenden beiden Integrale. Nämlich einmal das Integral von t minus epsilon bis t minus epsilon plus h und einmal das Integral von 0 bis h. Und jetzt sehe ich, wenn ich diese Integrale durch h teile, dass ich aufgrund der Anwendung der starken Stetigkeit zeigen kann, dass der Limes für h gegen 0 im starken Sinne, dass diese Elemente konvergieren. Und zwar, wogegen konvergieren sie? Sie konvergieren gegen den Term p t minus epsilon q epsilon f und sie konvergieren im zweiten Fall gegen den Term P0 QTF. Und Sie sehen jetzt auch, dass wir h hinreichend klein wählen müssen, weil die obere Intervallgrenze sollte nicht größer sein als h, sonst kriegen wir natürlich hier in der Anwendung ein Problem, weil wir sonst die Halbgruppe zu einer negativen Zeit auswerten müssten, die gar nicht definiert ist. Daher dieser kleine Sicherheitsabstand. So, damit haben wir sozusagen argumentiert, wie wir auf diesen Term kommen. Jetzt müssen wir noch argumentieren, wie wir diesen Term ins Spiel bringen können oder diese Aussage, die wir hier gezeigt haben, ins Spiel bringen können. Das heißt, im Prinzip möchte ich diesen starken Limes mit diesem Integral vertauschen. Warum darf ich das? Ich behaupte, dieser Term hier oben hat eine integrierbare Majorante. Und diese integrierbare Majorante ist gegeben, also wenn ich die Norm von diesem Integral betrachte, die Norm auf der Dreiecksungleichung hineinziehe, kann ich diesen Term, der hier drinnen steht, was ja genau dieser Term ist, nach oben beschränken durch
die Norm von zweimal die Norm von G angewandt auf F. Und jetzt sehen wir ja, F ist im Definitionsbereich des Generators, sprich die Norm von G angewendet auf dieses Element ist endlich. Damit haben wir eine integrierbare Majorante gewonnen, sprich wir können den Satz von Lebesgue anwenden und wir wissen ja aufgrund dieser Aussage, dass wir punktweise in S gegen 0 konvergieren. Und daraus können wir schließen, dass dieses Integral auf der anderen Seite verschwindet. So, was wir jetzt erreicht haben bis dato ist, dass wir wissen, dass diese Differenz gerade gleich 0 ist. Jetzt im letzten Schritt möchte ich nochmal die starke Stetigkeit benutzen, um zu schließen, dass ich in diesem ersten Term auch noch den starken Limes für Epsilon gegen 0 bilden darf. Das funktioniert einfach unter Ausnutzung der Tatsache, dass Operatoren PT und QT Kontraktionen sind. Und durch diesen Übergang für Epsilon gegen 0 erhalte ich natürlich genau den Term PTQ0. Und Q0 ist ja nichts weiter als die Identität. Also ich erhalte die Differenz der Operatoren PTF minus QTF. Damit haben wir jetzt gezeigt, dass auf der Domäne des Generators diese beiden Halbgruppen übereinstimmen. Was wissen wir jetzt noch? Aufgrund des Satzes 3.5 wissen wir auch, dass die Domäne des Generators dicht im Raum der starken Stetigkeit liegt. Dadurch, dass wir ja angenommen haben, dass unsere Halbgruppen stark stetig sind, bedeutet das ja nichts weiter als, dass der Raum B0 gerade gleich unserem ganzen Banachraum ist. Und aufgrund dieser Dichtheitsaussage folgt jetzt zusammen mit der Tatsache, dass die Norm der Operatoren PT und QT nach oben beschränkt sind durch 1, die Gleichheit nicht nur auf dem Definitionsbereich des Generators, sondern für alle Elemente aus unserem Banachraum. Damit haben wir jetzt nachgewiesen, dass eine Halbgruppe in eindeutiger Weise durch den Generator festgelegt ist. Was wir jetzt zeigen müssen, ist sozusagen die Existenz einer stark stetigen Halbgruppe linearer Kontraktion gegeben den Generator. Und das ist die Aussage des folgenden Satzes von Hille und Yoshida. Also sozusagen Hille hat diesen Satz bewiesen, genauso wie Yoshida, und die Beweise waren unabhängig, die funktionieren auch sozusagen in etwas unterschiedlicher Art und Weise. Im Prinzip folgen wir in diesem Beweis der Argumentation von Yoshida. Schauen wir uns den Beweis an oder die Aussage erstmal des Satzes. Der sagt aus, gegeben ein linearer Operator auf einem Banachraum B mit Definitionsbereich DG, dann ist dieser Operator G genau dann ein Generator einer stark stetigen Halbgruppe linearer Kontraktionen, wenn das Folgende gilt. Erstens, der Abschluss des Definitionsbereiches soll gleich der ganze Banachraum sein. Mit anderen Worten, der Definitionsbereich des Generators liegt dicht in unserem Banachraum B. Dadurch, dass wir natürlich angenommen haben, dass die Halbgruppen stark stetig sein sollen, bedeutet das nichts weiter als, dass unser Banachraum B nichts weiter ist als unser Banachraum B0, der Raum oder dieser Definitionsbereich der starken Stetigkeit. Die zweite Aussage ist die, dass die positiven reellen Zahlen Teilmenge der Resolventenmenge sind und dass die Resolvente, die Operatornorm der Resolvente nach oben beschränkt ist durch 1 durch Lambda für jedes Lambda, was strikt größer ist als 0. Wie funktioniert jetzt dieser Beweis? Na gut, eine Beweisrichtung haben wir bereits gesehen, nämlich die, als wenn wir eine stark stetige Halbgruppe gegeben haben und G der zugehörige Generator ist, dass dann der Definitionsbereich oder der dicht liegt in unserem Banachraum. Das war Aussage des Satzes 3a. Und den zweiten Teil der Aussage, nämlich dass die positiven reellen Zahlen in der Resolventenmenge liegen und die Resolvente beschränkt ist, war die Aussage von diesem Satz 3c. Bleibt also nur noch die Rückrichtung zu zeigen. Also, wir betrachten einen Operator G,
Wir nehmen an, dass der Abschluss des Definitionsbereiches des Operators G gerade gleich unserem Banachraum ist und wir nehmen an, dass die positiven reellen Zahlen Teilmenge der Resolventenmenge sind und dass die Resolvente geeignet beschränkt ist. Wie möchten wir jetzt vorgehen? Naja, aufgrund des Lemmas 3.6 wissen wir ja auch, dass der Definitionsbereich des Generators gleich ist dem Bild der Resolvente. Und wir wissen auch, die Resolvente oder das Bild der Resolvente ist unabhängig von dem Parameter, den ich betrachte. Also definieren wir uns jetzt einen neuen Operator G Lambda in folgender Weise. Also ich definiere G Lambda F als den Generator G angewendet auf Lambda R Lambda F. Jetzt können wir kurz überlegen, warum das wohl definiert ist. Naja gut, aufgrund dieser Beobachtung hier, die wir in Lemma 3.6 nachgewiesen haben, wissen wir ja, das Bild der Resolvente ist im Definitionsbereich. Das heißt, wenn ich jetzt ein Element F aus unserem Banachraum B wähle, dann weiß ich ja, R Lambda F liegt im Definitionsbereich des Generators. Das heißt, ich kann den Generator darauf anwenden. Das ist also erstmal wohl definiert. Die nächste Beobachtung ist, dass ich diesen Ausdruck auch noch umschreiben kann. Nämlich, ich weiß ja, dass die Resolvente R Lambda der inverse Operator ist zum Operator Lambda-Identität minus G. Das heißt, was ich jetzt hier machen möchte, ist, ich möchte den Term Lambda-Identität hinzuaddieren und abziehen. Also wenn ich Lambda-Identität angewendet auf diesen Term hinzuaddiere, kriege ich genau diesen ersten Term raus, nämlich Lambda-Quadrat R Lambda-F. Und dann bleibt noch übrig der Term minus Lambda-Identität minus G angewendet auf diesen Ausdruck. Und dabei nutze ich gerade aus, dass R Lambda und Lambda-Identität minus G invers zueinander sind. Das heißt, die beiden fallen weg und ich erhalte nur noch den Term Lambda-F. Diese Rechnung kann ich natürlich auch andersrum schreiben. Ich kann natürlich auch sagen, naja, diese Identität hier kann ich auch ausdrücken als R Lambda angewendet auf Lambda minus Identität G angewendet auf F. Und wenn ich die Identität in der Art und Weise schreibe und dann einfach hier diese Differenz ausführe, erhalte ich den Term Lambda R Lambda angewendet auf den Generator angewendet auf F. Und diesen Operator G Lambda, der trägt den Namen Yoshida-Approximation. Was wissen wir jetzt? Na gut, wir wissen ja nach Voraussetzung, das ist dieser Punkt 2, dass die positiven reellen Zahlen Teilmenge der Resolventenmenge sind und dass die Resolvente beschränkt ist. Und jetzt haben wir im Lemma 3.6 gezeigt, dass dann das Folgende gilt, nämlich dass der starke Limes von Lambda R Lambda angewendet auf ein Element aus dem Abschluss des Bildes der Resolvente konvergiert gegen dieses Element, das ich gewählt habe. Das ist sozusagen auf der Seite ist die Aussage von der letzte Teil von diesem Lemma 3.6. Und dieser Ausdruck hier haben wir uns ja gerade überzeugt, ist nichts weiter als der Operator G Lambda angewendet auf F. Also was wir wissen ist, dass im starken Sinne dieser Operator G Lambda F für Lambda gegen unendlich konvergiert gegen den Generator angewendet auf dieses Element F, wobei F hier aus dem Definitionsbereich des Generators stammt. Daher natürlich auch der Name Approximation des Generators und wir wollen jetzt weitere Eigenschaften von diesem Operator G Lambda uns angucken. Nämlich, wir schauen uns erstmal an, was können wir denn über die Norm, die Operatornorm dieses Operators G Lambda aussagen. Und jetzt möchte ich diese Darstellung wählen, nämlich dass G Lambda sich auch schreiben lässt als Lambda Quadrat R Lambda minus die Identität, die Dreiecksumgleichung benutzen. Und ich möchte hier von diesem Lambda Quadrat ein Lambda aus der Norm rausziehen, dann erhalte ich genau diesen Ausdruck. Und jetzt wissen wir aber, diese Norm
von Lambda r Lambda ist nach oben beschränkt durch 1. Was wir hier sehen ist, dass dieser Operator g Lambda in der Operatornorm beschränkt ist, einfach nach oben durch 2 Lambda. Das heißt, wir haben hier einen beschränkten Operator vorliegen. Jetzt haben wir aber im Beispiel 18 gesehen, wie wir mit Hilfe eines beschränkten Operators uns eine stark stetige Halbgruppe definieren können. Nämlich einfach, wir betrachten dazu einfach diesen Operator P Lambda T, der gegeben ist als E hoch T G Lambda, wobei diese Exponentialfunktion von diesem Generator als Reihe definiert ist. Jetzt, was jetzt sozusagen als nächster Schritt zu betrachten ist, ist, wir wissen, dass P Lambda T eine Halbgruppe ist. Wir wissen auch, dass sie stark stetig ist. Das haben wir in diesem Beispiel 18 uns überzeugt von. Was wir noch ausrechnen müssen, ist die Norm dieses Operators. Also handelt es sich bei P Lambda auch um eine Kontraktion. Dazu betrachten wir also diesen Operator P Lambda T und die Operatornorm davon. Und jetzt möchte ich wiederum diese Darstellung nutzen. Und jetzt möchte ich ausnutzen, dass die Resolvente natürlich mit der Identität kommutiert. Wenn ich diese Tatsache benutze, dann gelingt es mir, diesen Operator e hoch t r Lambda auch zu schreiben als e hoch minus Lambda t Identität, angewendet auf diesen Operator e hoch Lambda Quadrat t r Lambda. Und dadurch diese Identität hier steht, kann ich natürlich auch einfach die reelle Zahl e hoch minus Lambda t betrachten. Diese reelle Zahl kann ich natürlich jetzt aus der Norm rausnehmen und ich kann die Dreiecksumgleichung benutzen, wenn ich hier zur Reihendarstellung übergehe. Und was ich dann noch machen möchte, ich möchte die Submultiplikativität der Norm benutzen, was mir dann erlaubt, den Operator Lambda r Lambda hoch k und davon die Norm auszudrücken als die Norm von Lambda r Lambda das Ganze hoch k. Und ich sehe, ein Lambda von diesem Lambda-Quadrat kann ich absorbieren in diesen Term t hoch k. Und jetzt sehe ich, aufgrund der Voraussetzung, dieser Term ist natürlich nach oben beschränkt durch 1. Das heißt nichts weiter als, ich habe hier jetzt produziert eine obere Schranke, die nichts weiter ist als e hoch Lambda t. Und jetzt sehe ich, zusammen mit diesem Term erhalte ich gerade die 1. Das heißt, die Operatornorm von dem so definierten, von dieser so definierten Halbgruppe P Lambda T ist nach oben beschränkt durch 1. Wir haben also eine Kontraktionshalbgruppe vorliegen. Was müssen wir jetzt noch nachweisen? Wir wissen, G Lambda konvergiert im starken Sinne gegen den Generator G. Wovon wir uns überzeugen müssen, ist, dass das auch gilt für diese Halbgruppe. Dass diese Halbgruppe P Lambda T konvergiert gegen eine Familie von Operatoren PT. Und da müssen wir uns davon überzeugen, dass diese Familie von Operatoren auch eine stark stetige Halbgruppe linearer Kontraktion ist. Wie machen wir das? Ich möchte in dem ersten Schritt erstmal die folgende Abschätzung zeigen, nämlich, dass für ein beliebiges f aus unserem Banachraum, wenn ich mir angucke, diese Differenz von dem Operator p Lambda tf minus p μ tf, wobei Lambda und μ positive reelle Zahlen sind, dass sich das nach oben abschätzen lässt durch t mal die Norm von diesem Operator g Lambda f minus g μ f. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Na, ich gucke mir in dem ersten Schritt erstmal an, was kann ich denn aussagen über dieses Produkt G Lambda G μ. Und wenn ich jetzt mir diese Differenz zwischen G Lambda G μ minus G μ G Lambda anschaue und die Definition einsetze, nämlich dass ich das ausdrücken kann als Lambda Quadrat R Lambda minus Lambda F und entsprechend für μ, dann sehe ich, wenn ich jetzt hier diese Klammern ausmultipliziere, dass nur ein Term übrig bleibt, nämlich dieser Term
Lambda μ zum Quadrat mal die Differenz dieser Resolventen, wobei ich hier einmal Lambda und μ miteinander vertauscht habe. Jetzt wissen wir aber aufgrund des Satzes, dieses Lemmas 3,6a, dass die Resolventen zu verschiedenen Parametern miteinander kommutieren. Das heißt, dieser Ausdruck hier verschwindet, was uns sagt, dass auch diese Generatoren, also diese Yoshida-Approximationen, die Eigenschaft haben, zu verschiedenen Parametern miteinander zu kommutieren. Welche Konsequenz hat das? Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, dass auch die Halbgruppen zu verschiedenen Parametern miteinander kommutieren, weil da kann ich ja einfach die Reihendarstellung angucken. Also wenn ich die entsprechende Reihendarstellung dann hinschreibe, sehe ich, kann ich die Kombination dieser Yoshida-Approximation ausnutzen und damit erreichen oder nachweisen, dass auch diese Kommutatoreigenschaft gilt. Und die möchten wir jetzt benutzen. Nämlich, ich möchte angucken, was kann ich denn aussagen über P Lambda TF minus P μ TF. Jetzt möchte ich die folgende Teleskopsumme hinschreiben. Ich schreibe das als Summe k gleich 1 bis n von P Lambda TK geteilt durch n. Und im hinteren Term, und dann wende ich das an auf den Operator P μ, n minus KT geteilt durch n. Und entsprechend schreibe ich auch die Teleskopsumme hier im hinteren Teil hin. Und was sehe ich jetzt hier? Naja, jetzt kann ich aus dem Term hier vorne ja die Halbgruppeneigenschaft benutzen und das auch schreiben als P Lambda K minus 1 T geteilt durch n, angewendet auf den Term P Lambda T geteilt durch n. Und dann kann ich natürlich nach vorne raus diesen Operator P Lambda K minus 1 T geteilt durch n ausziehen. Das gleiche möchte ich mit diesem Term machen, den möchte ich nach vorne auch rausziehen. Um den nach vorne rausziehen zu können, nutze ich natürlich aus, dass diese Operatoren miteinander kommutieren. Weil sonst hätte ich hier ein Problem. Aufgrund dieser Kommutationseigenschaft erhalte ich also diese Schreibweise. Jetzt sehe ich, wie ich weiter verfahren möchte. Wenn ich jetzt die Norm betrachte davon, dann möchte ich in dem ersten Schritt die Dreiecksungleichung betrachten und ich möchte dann auch noch die entsprechende Operatornorm von diesen beiden Operatoren ins Spiel bringen, was mir diese folgende obere Abschätzung liefert. Jetzt weiß ich aber, das haben wir ja nachgewiesen, dass diese Operatoren P Lambda Kontraktionen sind. Das gleiche gilt natürlich auch für P μ, das war ja unabhängig von den Parametern. Das heißt, diese beiden Terme kann ich nach oben beschränken durch 1. Dann sehe ich, diese Terme hängen gar nicht mehr von k ab. Das heißt, ich kriege hier einfach nur als obere Schranke dann n mal die Norm von dieser Differenz. Und n mal die Norm von dieser Differenz möchte ich jetzt noch ein bisschen umschreiben, nämlich ich möchte jetzt die Generatoren wieder ins Spiel bringen. Das heißt, ich führe folgende Nulladition durch. Ich addiere einmal den Term, also einmal addiere ich die Funktion f und ziehe sie wieder ab. Dann addiere ich noch den entsprechenden Term g Lambda ziehen wieder ab und genauso den Term g μ. Wenn ich dann die Dreiecksungleichung benutze, erhalte ich die folgenden drei Terme. T mal die Norm von n geteilt durch t angewendet auf dieses p Lambda t durch n f minus f minus den Operator g Lambda f. Entsprechend das gleiche für μ und ich erhalte einmal hier noch als letzten Term die Differenz von g Lambda f und g μ f. Jetzt sehe ich, wenn ich natürlich n gegen unendlich laufen lasse, dass wir wissen ja, g Lambda ist der Generator von der Halbgruppe p Lambda t, dass dieser Term genau verschwindet. Das ist nämlich genau so gewählt. Das gleiche gilt für g μ. Und auf diese Art und Weise, dadurch, dass diese Abschätzung, die wir hier oben gemacht haben, für jedes n gilt, können wir natürlich auch diesen Limes bilden und erhalten als Abschätzung genau das gewünschte Resultat, nämlich dass die Norm von p Lambda tf minus p μ tf
nach oben beschränkt ist durch t mal die Norm von g lambda f minus g mu f. Und das gilt natürlich für beliebige lambda und mu größer 0 und für jeden Zeitpunkt t größer gleich 0 und für jedes Element f aus unserem Banachraum. Insbesondere können wir natürlich auch hier das Supremum über Zeitpunkte t aus einer beliebigen kompakten Menge wählen. Wir sehen dann auch, wenn wir das Supremum hiervon bilden, dann ist das einfach nur das größte Element, was da in diesem Kompaktum drin vorkommt, mal diese Differenz. Und das ist sozusagen im Folgenden entscheidend, um eine gewisse gleichmäßige Konvergenz nachzuweisen. Nämlich, wie gehen wir hier vor? Angenommen, wir wählen jetzt ein f im Definitionsbereich des Generators. Dann haben wir gesehen, dass g lambda f im starken Sinne gegen g konvergiert. Das gleiche gilt natürlich auch für g mu f. Das heißt nichts weiter, als dass diese Folge g lambda f und g mu f eine Cauchy-Folge darstellen, die sogar gleichmäßig konvergiert für alle Zeitpunkte aus einer kompakten Menge. Und diese gleichmäßige Konvergenz, also diese Cauchy-Eigenschaft, sagt uns erstmal, dass dieser Operator P lambda TF für F angewendet auf ein Element aus dem Definitionsbereich des Generators konvergiert im starken Sinne gegen ein Limes-Objekt, das ich einfach PTF nennen möchte. Und diese Konvergenz ist sogar gleichmäßig in der Zeit auf kompakten Mengen. Das habe ich bereits erhalten. Was wissen wir noch? Wir wissen halt als Erinnerung, dass die Norm von P lambda T durch 1 beschränkt ist. Und wir wissen auch, dass unser Definitionsbereich dicht in B liegt. Und aufgrund dieser beiden Eigenschaften gilt diese Konvergenz also nicht nur für Elemente f aus dem Definitionsbereich des Generators, sondern wir können das jetzt auch nutzen, um zu zeigen, dass es für jedes Element f aus unserem Banachraum gilt. Was wissen wir jetzt? Wir wissen also, wir haben eine Familie oder es existiert diese Familie von Operatoren Pt. Wovon wir uns jetzt noch überzeugen müssen, ist, dass diese Familie von Operatoren in der Tat eine stark stetige Halbgruppe linearer Kontraktion ist. Schauen wir uns erstmal an, warum es der Fall ist, dass PT eine stark stetige Kontraktionshalbgruppe ist. Also weisen wir das nach. Wie gehen wir vor? Naja, wir wählen uns erstmal, im ersten Schritt möchte ich erstmal die Halbgruppeneigenschaft nachweisen. Also ich nehme jetzt halt zwei Zeitpunkte S und T her. Ich nehme mir hier ganz explizit ein Element F, muss gar nicht aus dem Definitionsbereich des Generators stammen. Es würde hier in dieser im ersten Fall der Rechnung auch gehen, dass es für jedes F aus dem Banachraum ist. Aber wählen wir F in der Art und Weise. Und was wir jetzt erstmal sehen ist, natürlich gilt, dass P0 nichts weiter ist als der starke Limes von dem Operator P lambda 0 angewendet auf ein F. Und das gilt für jedes F auf dem Banachraum. Wir wissen aber, P lambda 0 ist nichts weiter als die Identität. Und damit haben wir die erste Eigenschaft nachgewiesen, nämlich dass P0 gerade die Identität ist. Auch die Halbgruppeneigenschaft erfolgt dadurch, dass wir zum Prälimes übergehen. Also dass wir ps plus t schreiben als p lambda s plus t und von dem Objekt wissen wir ja, dass es eine Halbgruppe ist. Also kann ich diesen Operator auch schreiben als p lambda s verknüpft mit p lambda t. Und dann kann ich wieder zum Limes übergehen und damit habe ich die Halbgruppeneigenschaft gezeigt. Auch für die Norm kann ich genauso schließen, nämlich ich weiß, die kann ja sehr leicht nachrechnen, dass die Norm von Pt nichts weiter ist als die Norm vom starken Limes von P lambda t. Die Norm ist aber ein stetiger
stetige Funktion, das heißt, ich kann die Limes auch rausziehen, erhalte hier also den Limes von Lambda gegen unendlich von dieser Norm P Lambda T. Von dieser Norm wissen wir aber, dass sie durch 1 beschränkt ist. Damit haben wir also auch die Kontraktionseigenschaft nachgewiesen. Bleibt also nur noch die starke Stetigkeit nachzuweisen. Und jetzt kommen wir, hier benutzen wir jetzt sozusagen das F aus dem Definitionsbereich des Generators ist. Wir wissen also, dass diese Abbildung, also wir wollen argumentieren, dass diese Abbildung stetig ist. Wir wissen, dass diese Abbildung bezüglich P Lambda T stetig ist, aufgrund der Eigenschaft, dass P Lambda T eine stark stetige Halbgruppe ist. Wir wissen auch, dass die Konvergenz gleichmäßig auf kompakter gilt. Und daraus können wir jetzt natürlich schließen, dass eine gleichmäßig konvergente Folge von stetigen Funktionen, dass für eine derartige Folge das Limes-Objekt natürlich auch stetig sein muss. Und daraus ergibt sich dann die starke Stetigkeit unserer Kontraktionshalbgruppe. Was fehlt noch? Wir müssen uns jetzt noch überzeugen, dass der Operator G in der Tat der Generator ist, dieser Halbgruppe PT, die wir hier uns konstruiert haben. Und um das zu machen, möchte ich erstmal annehmen, okay, wir wissen, wir haben eine stark stetige Kontraktionshalbgruppe auf unserem Bannerraum B. Das heißt, diese stark stetige Kontraktionshalbgruppe besitzt einen Generator und den möchte ich erstmal mit H und entsprechend im Definitionsbereich DH bezeichnen. Was ich nachweisen muss, ist, dass der Definitionsbereich von dem Operator G gleich dem Definitionsbereich des Operators H ist und dass diese beiden Operatoren übereinstimmen. Wie mache ich das? Na gut, ich nehme mir also ein Element F aus dem Definitionsbereich des Generators G her. Oder dieses Operators. Wir wissen ja noch nicht, dass es ein Generator ist. Ich fixiere mir eine Zeit t größer als 0 und ich fixiere mir einen Parameter Lambda größer. Dann möchte ich die Norm betrachten p Lambda tf minus ptf. Aufgrund der Eigenschaft, dass wir eine Cauchy-Folge haben, kann ich das, dieses letzte Element auch schreiben, als dass das gleiche wie der Lim-Sub für μ gegen unendlich von dieser Norm p Lambda tf minus p μ tf. Also ich habe ja im Prinzip eine Nulladdition durchgeführt und eine Limes gebildet. Was wissen wir jetzt noch? Von dieser Norm wissen wir ja, dass sie nach oben beschränkt ist durch t mal die Norm von g lambda f minus g mu f. Und jetzt wissen wir auch noch, dass g lambda f, oder besser gesagt g mu f, für mu gegen unendlich im starken Sinne gegen gf konvergiert. Davon haben wir uns ja auch überzeugt. Das heißt, wir erhalten folgende obere Schranke, dass diese Norm p lambda tf minus ptf nach oben beschränkt ist durch t mal die Norm von g lambda f minus gf. Das war sozusagen der erste Schritt. Was ich mir jetzt angucken möchte, ist, ich möchte natürlich nachweisen, dass der folgende Differenzenquotient oder die Norm von dem folgenden Differenzenquotienten existiert. Wie mache ich das? Ja. Ich betrachte also die Norm von 1 durch t, ptf minus f minus gf und führe erstmal eine Nulladdition durch, nämlich ich addiere p lambda tf und ziehe diesen Term ab und ich addiere das Element g lambda f und ziehe es ab. Und wenn ich jetzt die Terme umsortiere und die Dreiecksumgleichung benutze, erhalte ich die folgenden drei Terme. Ich erhalte einmal den Term p lambda tf minus ptf, das ist nämlich genau den Term p lambda t, den ich hier hinzugefügt habe. Als zweiten Term erhalte ich dann natürlich 1 durch t p lambda tf minus f minus g lambda f. Und als letzten Term erhalte ich dann natürlich noch die Differenz dieser beiden von g lambda f, von diesem Generator g lambda f und dem Element gf. So, was wissen wir jetzt aber? Wir können jetzt hier für diesen Term,
für diesen ersten Term natürlich diese obere Schranke einsetzen. Das heißt, diesen ersten Term kann ich nach oben abschätzen durch das 1 durch t kürzt dieses t, was hier vorne steht, einfach durch einen weiteren Term g lambda f minus gf. Das ist genau hier geschehen. Und jetzt kann ich natürlich ausnutzen, ich weiß ja, das gilt eigentlich, was wir hier geschrieben haben, für jedes, an der Stelle erstmal für jedes f, dass diese Differenz gegen 0 konvergiert, weil g lambda ja der Generator ist von dieser Halbgruppe p lambda t. Das haben wir ja gerade im Beispiel 18 nachgerechnet. Das heißt, für t gegen 0 verschwindet erstmal diese Norm. Und weil f in der Domain des Generators g liegt, ist dieser Ausdruck hier wohl definiert. Und wir wissen auch, das haben wir ja nachgewiesen, dass wenn wir anschließend Lambda gegen unendlich bilden, dass g Lambda f im starken Sinne gegen gf konvergiert, was bedeutet, dass auch diese Norm verschwindet. Damit haben wir nachgewiesen, dass für f im Definitionsbereich dieses Operators g diese Norm im Limes t gegen 0 verschwindet, was bedeutet, dass g in der Tat auch der Generator ist von pt, allerdings erstmal nur auf dem Definitionsbereich von diesem Operator g. Und wir wissen also, dass, also wir wissen das Folgende, dg ist enthalten in diesem Definitionsbereich dh und wir wissen, auf dg stimmen diese beiden Operatoren oder Generatoren g und h überein. Was wir uns jetzt noch überzeugen müssen, ist, dass das nicht nur eine Teilmenge ist, sondern dass sogar Gleichheit gilt. Nach Voraussetzung wissen wir natürlich, dass die positiven reellen Zahlen enthalten sind in der Resolventmenge des Operators g. Nach Satz 3.7 wissen wir natürlich auch, dass die positiven reellen Zahlen enthalten sind in der Resolventenmenge des Operators h. Warum? Weil wir ja nachgewiesen haben, dass dieser Halbgruppe p stark stetig ist und eine Kontraktion darstellt. Und das war ja im Prinzip die Voraussetzung, die wir brauchten, um im Satz von 3.7. Das heißt, was wir uns jetzt wählen, ist, insbesondere liegt natürlich dann auch die Zahl 1 in den beiden Resolventenmengen. Das heißt, was wir jetzt mal betrachten möchte, ist diese Resolvente, diese Halbgruppe oder dieses Operators h. Das ist also nichts weiter als zum Parameter 1, also das ist nichts weiter als Identität minus h. Das möchte ich anwenden, diesen Operator möchte ich anwenden auf, also ich möchte das Bild dieses Operators bezüglich dieser, des Definitionsbereichs des Generators betrachten. Und jetzt wissen wir natürlich, wenn ich ein Element aus dem Definitionsbereich des Generators einsetze, aufgrund dieser Eigenschaft, ist das natürlich das Gleiche, als wenn ich hier betrachte den Operator Identität minus g. Was wir jetzt aber in diesem Satz 3.7 gesehen haben, ist, dass eine Bijektion besteht zwischen der Resolvente und dem entsprechenden Generator Identität minus g zwischen dem Definitionsbereich des Generators und dem Definitionsbereich der starken Stetigkeit, was in unserem Fall der ganze Raum ist. Das bedeutet also nichts weiter als, dass das Bild dieses Operators der ganze Raum ist. Was schließen wir jetzt hier draus? Hieraus schließen wir das Folgende, nämlich wir wissen ja, der Definitionsbereich des Generators h ist ja nichts weiter als die Resolvente oder das Bild der Resolventen hier zum Parameter 1. Was wir hier gerade nachgerechnet haben, ist, dass das gleich ist dem Bild der Resolvente des Operators g zum Parameter 1. Das folgt eigentlich einfach hier aus der Tatsache, dass ich nämlich jetzt hier die Resolvente zum Parameter 1 drauf anwenden kann, dann erhalte ich hier genau den Definitionsbereich des Operators g und auf der anderen Seite genau das Bild der Resolvente.
Und von diesem Objekt wissen wir ja auch, dass es gleich dem Definitionsbereich des Operators G ist. Und damit haben wir jetzt uns überzeugt, dass in der Tat diese beiden Definitionsbereiche übereinstimmen. Und wir wissen ja, auf dem Definitionsbereich des Operators G stimmt auch der Operator G mit dem Operator H überein. Und damit haben wir jetzt nachgewiesen, dass der Operator G in der Tat der Generator ist dieser Halbgruppe PT. Und damit haben wir den Satz von Hille-Yoshida bewiesen. Was bleibt? Was bleibt, ist sozusagen ein in der praktischen Anwendung ein kleiner fader Beigeschmack, nämlich dieses Kriterium in der Praxis zu überprüfen. Und das ist, naja, nicht immer ganz so einfach, weil wir starten ja von G. Wir haben gesehen, naja, wenn wir das durch die Laplace-Transformierte der Halbgruppe ausrechnen können oder darstellen können, dann können wir damit auch rechnen und auch die Resolvente explizit mal hinschreiben. Wir haben nur das Problem, wir kennen ja zu dem Zeitpunkt, dass wir diesen Satz anwenden, noch gar nicht die Halbgruppe explizit, weil wir wollen sie erst konstruieren. Und dementsprechend haben wir natürlich auch nicht die Laplace-Transformierte zur Hand. Und dann dementsprechend haben wir natürlich hier jetzt ein Problem, wie wir dieses Kriterium nachprüfen. Und um das zu erreichen, möchte ich im Spezialfall, dass unser zugrunde liegender Raum ein kompakter Raum ist, ein alternatives Kriterium liefern. Aber das geschieht im zweiten Teil dieser Vorlesung.